Video von mir, heute wieder mit der kleinen Tinkerbell. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich wieder ein Video mit ihr mache und das mache ich natürlich sehr gerne. Und heute geht es rund um die Ernährung von Tinkerbell, also um die Zubereitung vom Barf. Das zeige ich euch heute. Und dann habt ihr mir unter dem Video mit Tinkerbell Fragen gestellt, die beantworte ich euch heute. Aber ich würde sagen, wir legen direkt mit dem Barf los und sehen uns in der Küche. Bis gleich! So, wir sind jetzt in der Küche. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Futter für Tinkerbell zubereite. Ich habe euch ja schon mal erzählt, sie bekommt frisches Fleisch, aber man darf nicht nur frisches Fleisch alleine füttern. Man muss immer entweder Gemüse oder Obst dazu füttern. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze zubereite und ich würde sagen, los geht's! So, wir bereiten jetzt das Futter zu und zwar braucht ihr einmal, ich habe ja gesagt, Obst oder Gemüse. Ich habe jetzt hier Gemüse, das sind solche Ballons, Fitflocken, da sind halt verschiedene Gemüsesorten drin, unter anderem Paprika, Knoblauch, rote Beete, Karotte, Bohnen und so weiter. Und da nehme ich immer so eine Tasse und ich mache ein bisschen weniger als die Hälfte in die Tasse rein von diesen Futterflocken. Und darüber müsst ihr jetzt heißes Wasser gießen. Einfach so ein bisschen heißes Wasser und dann quillt es auf. Ich habe jetzt Wasser reingemacht. So schaut es jetzt aus. Also so ein bisschen mehr als die Futterflocken selbst an Wasser. Und die Tasse stellen wir jetzt erstmal 5 Minuten zur Seite und lassen das quellen. Und jetzt kommen wir zum Fleisch. Ich habe euch ja gesagt, es gibt ganz verschiedene Sorten. Ich habe hier zum Beispiel einmal, um euch das jetzt zu zeigen, Kalbfleisch. Dann habe ich hier Hirschragout. Regulasch. Ihr nehmt einfach eine Schüssel und füllt dort heißes Wasser rein, also nicht aus dem Wasserkocher, sondern einfach nur aus dem Wasserhahn und dort legt ihr diese Päckchen dann rein zum Auftauen. Also ihr legt das Fleisch dann einfach in das Wasser und könnt es dann so ein bisschen durchkneten, ist ja alles eingeschweißt. Dann könnt ihr sehen, ob es aufgetaut ist und wenn das aufgetaut ist, dann nehme ich das mal da raus und tue mir das andere lieber in die Kühltruhe, weil sonst taut es nicht. Also nachdem das Futter aufgetaut ist, nehme ich mir hier immer einfach so eine Glasschüssel und dann kommt jetzt erstmal das Fleisch da rein. Schneidet ihr einfach ganz normal mit einer Schere auf, aber guckt, dass ihr das einfach ein bisschen runterdrückt, weil sonst habt ihr echt eine Sauerei. Die kleine Maus weiß ganz genau, dass ich ihr Barf mache und die läuft auch schon die ganze Zeit auf dem Boden rum. Jetzt habe ich das aufgeschnitten und gebe es einfach komplett so, wie es ist, in die Schüssel rein. Einfach so. Und jetzt mische ich das so ein bisschen durch. Einfach damit die Stücke kleiner werden, weil da sind recht große Stücke drin. Wenn ihr jetzt einen großen Hund habt, dann ist es kein Problem. Der kann natürlich so riesige Stücke essen. Aber dadurch, dass ich einen Chihuahua habe und sie verschluckt sich sehr oft, mache ich es halt schon ziemlich klein. Also nach 5 Minuten sind die Gemüsestücke genug aufgequollen, aber dann ist hier immer noch so ein bisschen Wasser drin, das schütte ich jetzt weg und danach geht's weiter. Also das Gemüse geben wir jetzt einfach hier zu dem Fleisch dazu. Also ich vermische jetzt das Ganze, das Fleisch und das Gemüse, damit es halt, wie gesagt, gut durchgemischt ist. Und dann könnt ihr das eurem Hund auch schon geben. Bis zu 2 Tage könnt ihr das im Kühlschrank aufheben. Ihr merkt es ja dann, ob das irgendwie komisch riecht. Wenn es komisch riecht, würde ich es wegschmeißen, ansonsten könnt ihr es noch benutzen. Dann habe ich noch für Tinkerbell solche Huhnflügel gekauft. Die sind jetzt einfach getrocknet. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Also so. Und die bekommt sie dann immer einfach noch so als Goodie. Ich gebe ihr davon nicht so viel, so 1 bis 2 Mal die Woche allerhöchstens so ein Flügel. Und ich wollte euch das einfach nur noch mal zeigen, weil Tackenberg hat ganz viel Auswahl. Das ist so eine Online, das ist eine Online-Metzgerei und die haben halt so getrocknete Hühnerflügel, Rinderhaut, die haben auch Gebäck. Und hier diese anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe. Also wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal bei Tackenberg vorbeischauen und kann sich da mal umschauen, was es so gibt. Wie gesagt, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und die mag sie super gerne. So, ich hoffe natürlich, dass ich euch alles verständlich erklärt habe. Und falls ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, die beantworte ich euch natürlich. Und den Shop, wo ich alles gekauft habe, setze ich euch auch nochmal in die Infobox. Dort könnt ihr dann einfach nochmal schauen, wenn ihr mögt. Und ich mache jetzt weiter mit den Fragen. Und bevor ich die Fragen beantworte, möchte ich noch mal eins vorab sagen. Und zwar, es sind alles nur meine Erfahrungswerte, die ich euch mitteile. Das heißt nicht, dass ihr das genauso machen sollt oder dass das der perfekte Weg ist. Es ist einfach, wie ich es handhabe.
So viel wollte ich einfach nur noch mal dazu sagen, weil manche finden es eben nicht gut, was ich mache, andere wiederum schon. Und es muss jeder wissen, wie er seinen Hund erzieht, wie er seinen Hund füttert. Und ja, jetzt geht's los mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von der Cheyenne Waterman. Sie fragt, welche Rasse ist sie? Also, wer es noch nicht erkannt hat, Tinkerbell ist ein Langhaar-Chihuahua. So schaut sie aus. Sie hat halt einfach langes Fell und es gibt ja auch Kurzhaar-Chihuahuas. Und ja, das ist jetzt eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Die kommt von der Victoria. Sie fragt, ist sie stubenrein? So, Tinkerbell ist mittlerweile stubenrein. Wir haben sie mit der 9. Woche bekommen. Jetzt ist sie schon, glaube ich, 17 Wochen, aber ich müsste nochmal nachschauen. Es hat natürlich lange gedauert, bis wir sie stubenrein hatten. Also es bedarf wirklich ein paar Wochen. Und ihr müsst alle 2 Stunden mit dem Hund raus, nach dem Fressen, Spielen und Schlafen immer. Also nach dem Schlafen sofort, weil dann muss sie wirklich direkt auf die Toilette. Und wenn ihr nicht runtergeht, macht sie in die Wohnung. Und zu dieser Frage kommen wir aber später nochmal, weil die habe ich auch gestellt bekommen. Jetzt geht's weiter mit den nächsten Fragen von der Minas Beauty World. Sie hat mir 5 Fragen gestellt und ich starte jetzt mal mit der ersten. Die Frage lautet, wo hast du sie gekauft und wie hast du sie gefunden? Also, ich habe Tinkerbell über eBay Kleinanzeigen gefunden und ihr müsst da wirklich sehr aufpassen, weil es gibt wirklich viele Betrüger in eBay, auch in den anderen Portalen. Aber diesbezüglich auf eBay Kleinanzeigen, es gibt sehr viele Betrüger, die gar keine Hundewelpen haben und einfach eine Anzeige schalten. Die wollen vorab das Geld haben und ihr bekommt halt niemals einen Welpe. Oder ihr kauft einen Hund aus Massenzuchthaltung, also dass es denen wirklich sehr schlecht geht. Und da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, überweist kein Geld vorher, wenn ihr nicht wisst, ob es den Hund wirklich gibt oder die Welpen wirklich gibt, weil sie können ja auch einfach irgendwelche Bilder nehmen. Ich habe schon sehr oft gesehen, dass Bilder von Homepages geklaut wurden und einfach als deren eigenen Welpen ausgegeben wurden. Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn der Preis zu niedrig ist, dass es halt keine Verarsche ist. Mein Tipp an euch wäre, setzt euch mit dem Verkäufer, mit dem Züchter in Verbindung. Macht einen Termin aus, um die Welpen zu besichtigen und bevor ihr was anzahlt oder sonst was, unterschreibt erst einen Kaufvertrag, dann seid ihr nämlich auf der sicheren Seite und erst dann gibt es auch die Anzahlung. Also macht es lieber nicht vorher, wenn ihr euch nicht sicher sein könnt. Also ist immer ganz wichtig, dass ihr einen Vertrag habt, auch über die Anzahlung, weil sonst kann der Züchter sagen, oh, ihr habt ja überhaupt nichts gemacht und dann ist es quasi, als wäre es nie geschehen. Deswegen mein Tipp an euch, macht es einfach so. Ihr könnt auch einfach in Google zum Beispiel eingeben, Rheinland-Pfalz, Chihuahua-Züchter, da kommen auch Züchter hoch. Oder ihr schaut eben in eBay, das muss jeder mit sich selbst vereinbaren, wo er den Hund kaufen möchte. So, und wenn ihr dann den Züchter besucht, dann schaut auf jeden Fall, dass die Wohnung sauber ist, dass die Hunde zum Beispiel ein eigenes Zimmer haben oder einen großen Platz in der Wohnung. Die Hunde sollen jetzt auch nicht auf dem Boden liegen, auf irgendwelchen Zeitungen, also das ist ganz schlecht. Zum Beispiel bei unseren Züchtern war es so, die Hunde hatten einen riesengroßen Korb, man konnte die Elterntiere besichtigen und man hat einfach gesehen, dass es den Hunden gut geht und dass sie in guten Händen sind. Und wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, dann lasst es wirklich lieber und sucht euch einen anderen Züchter. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Dann müsst ihr auch aufpassen vor Züchtern, die total, ich sag einfach mal, krank im Kopf sind. Ich habe mal so eine angefragt gehabt wegen einem Chihuahua-Welpen. Ich hätte ihn halt gern gehabt, aber die war wirklich so krass. Sie hat mich dann in Facebook gesucht und angefragt, hat meine komplette Seite durchforstet und hat mir ganz komische Nachrichten geschickt von wegen, würde mein Hund denn überhaupt bei dir gut gehen? Hast du Hundeerfahrung? Klar wollen manche Züchter das wissen, aber ganz ehrlich, es gibt immer Leute, die zum ersten Mal einen eigenen Hund haben. Meine Eltern hatten immer Hunde, aber Tinkerbell ist jetzt zum Beispiel mein erster eigener Hund. Und ja, sie wollte halt wirklich sehr viel wissen, auch sehr viel Privates, wo sie überhaupt nichts angeht. Und passt da lieber auf und sucht dann eben weiter, bis ihr den richtigen gefunden habt. Für die Kleine mussten wir 3 Stunden lang fahren. Wir haben sie aus dem Kreis Altenkirchen gekauft, auch von Hobbyzüchtern. Also das sind keine eingetragenen Züchter gewesen, sondern einfach Hobbyzüchter. Und wie gesagt, jeder muss wissen, wo er den Hund kauft und kauft auch wirklich nur gesunde Welpen. So, und jetzt geht's weiter mit der nächsten Frage. Also wie gesagt, wo ich sie gekauft habe, das war bei Hobbyzüchtern im Kreis Altenkirchen. Dann die Frage 2. Hattest du keine Angst, dass sie irgendwie krank ist oder so? Also, wie eben schon gesagt, schaut euch die Welpen an, bevor ihr sie kauft. Also, wir waren einmal da, um sie einfach zu besichtigen. Ich wollte einfach sicher gehen, dass es die Welpen gibt
und dass es den Welpen gut geht, das habe ich gesehen. Also ich hatte ein sehr gutes Gefühl und ich habe mich super gut mit den Züchtern verstanden. Und ich finde, das ist schon sehr wichtig. Und wo wir sie abgeholt haben, haben wir natürlich auch wieder gesehen, dass es den Hunden gut geht. Ich habe sie mir auch nochmal vorher angeschaut. Das solltet ihr auch immer tun, bevor ihr die Hunde abholt. Nochmal anschauen, sieht der Hund irgendwie krank aus oder hat er irgendwas? Und ihr seht ja, wenn es dem Hund gut geht. Wo wir sie abgeholt haben, hat sie wirklich sehr gezittert. Einfach aus dem Grund, weil sie gemerkt hat, es wird was anders. Und zwar habe ich sie auf den Arm genommen und wir sind halt zur Tür und da hat sie sehr doll gezittert, einfach aus Angst. Und es ist wirklich Chihuahua-typisch, dass die zittern. Ihr könnt die Verhaltensweisen von jedem Hund auf jeden Fall in Google eingeben und suchen und lesen. Also es hat mich wirklich gewundert, dass sie so gezittert hat. Das habe ich dann auch mal gegoogelt. Also es ist ganz normal. Und es ist auch ganz normal, wenn ein Welpe von seiner Mama weggerissen wird, von seiner gewohnten Umgebung, dass die einfach zittern und Angst haben. Ist ja klar, oder? Das ist wie, als würde man euch von zu Hause einfach wegnehmen. Und wie gesagt, ich habe sie mir angeschaut und die erste Nacht war ein bisschen komisch, weil ich habe sie halt bei mir im Bett schlafen gelassen, was man ja eigentlich nicht unbedingt tun soll, weil sie ins Bett machen können. Das muss auch wieder jeder für sich selbst wissen. Ich habe das Bett mit solchen Welpenunterlagen ausgelegt, da wo sie gelegen hat, und habe ihre Decke draufgelegt, weil ich wollte am ersten Tag einfach sicher gehen, dass sie eben neben mir schläft und wenn irgendwas ist, dass ich direkt reagieren kann. Und wenn sie halt im Korb liegt, kriegt man das nicht immer so 100% mit, wie wenn sie neben einem liegt. Also die erste Nacht war wirklich stressig, weil sie hat halt genießt und so geröchelt, so gezittert, also sie war sehr unruhig. Und es war aber wirklich nur die erste Nacht, danach war alles super. Am zweiten Tag hat sie sogar wirklich sehr lange geschlafen. Und ja, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Frage. Frage 3 lautet, wie viel hat sie gekostet? Also Tinkerbell hat 700 € gekostet. Die richtigen Zuchthunde fangen bei 1200 € an und gehen eben bis in die Höhe. Und Weibchen sind viel teurer als Rüden zum Beispiel. Und ja, ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Frage 4, wie lange bleibt sie insgesamt daheim, wenn du arbeiten in der Schule bist? Sie ist quasi nie alleine, weil entweder bin ich da oder mein Freund. Und wenn sie mal alleine gelassen werden muss, dann kann man sie allerhöchstens 3 bis 4 Stunden alleine lassen. Frage 5, wie hat sie die lange Heimfahrt vertragen und habt ihr Zwischenstopps machen müssen? Also die Heimfahrt war wirklich sehr entspannt. Ich hätte es nicht gedacht, sie hat die komplette Fahrt durchgeschlafen. Wir mussten 3 Stunden fahren, also es war wirklich schon ein sehr weiter Weg, den wir in Kauf genommen haben. Und ja, wie gesagt, sie war wirklich sehr unkompliziert, aber es gibt auch Welpen, die dann halt total ängstlich sind. Und ja, deswegen, wir mussten auch keine Zwischenstopps machen, aus dem Grund, dass sie einfach durchgeschlafen hat. Und es war wirklich super, dass sie einfach geschlafen hat. Und zwar habe ich ein Video dazu, das nennt sich Hundewelpe zieht ein. Das verlinke ich euch hier oben, falls es euch interessieren sollte. Jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Das sind auch wieder ein paar Fragen und die wurden gestellt von der Diva Davina. Und sie sagt, sie möchte sich halt auch einen Welpe holen und wie viel du mit ihr rausgehst oder wie sie Stuben reinigt. Also wie oft ich mit ihr rausgehe, ich denke, es liegt ungefähr bei 8 Mal am Tag. Und wie gesagt, nach jedem Schlafen müsst ihr auf jeden Fall raus. Morgens, wenn sie aufsteht und abends vorm Schlafen gehen auf jeden Fall auch nochmal. Und zwischendurch natürlich. Ich wechsle mich dann mit meinem Freund ab, je nachdem, wer zu Hause ist. Und ja, ich denke, damit habe ich die erste Frage beantwortet. Und sie fragt ja auch noch, wie sie Stuben rein wird. Und zwar, wenn du den Welpe bekommst, musst du wirklich alle 2 Stunden mit dem Hund rausgehen und ihm den Löseplatz zeigen, wo er eben sein Geschäft machen darf. Und das am Anfang klappt es natürlich sowieso nicht, das kann ich dir sagen. Also meistens passiert es einfach in der Wohnung. Aber da darfst du nicht sauer sein, sondern mach's einfach weg ohne irgendwie Geschreie. Außer wenn du den Hund dabei erwischt, dann kannst du sagen nein und geh mit ihm runter. Und wenn er hingemacht hat und du hast es nicht gesehen, nimm dir auch einfach den Hund und geh runter. Einfach, dass du es ihm anbietest, ja. Und das musst du wirklich ein paar Wochen lang üben. Wie gesagt, nach jedem Fressen, Schlafen und Spielen musst du runter. Nachts ist es genauso, die wenigsten Welpen halten das ein, also es geht immer daneben und deswegen müsstest du auch nachts alle 2 Stunden runter ungefähr. Dafür kannst du dir einen Wecker stellen. Und ich finde es auch ziemlich wichtig, sich Urlaub zu nehmen, wenn man den Hund bekommt, weil, ja, wenn du arbeiten musst, bist du natürlich sehr gestresst, wenn du den ganzen Tag runter musst und auch nachts andauernd aufstehen musst.
Deswegen ist mein Tipp, nimm dir Urlaub und wie gesagt, alle 2 Stunden runtergehen. Und nach 1 bis 2 Wochen, vielleicht siehst du dann schon die ersten Anzeichen, dass es klappt. Es kann immer mal wieder was daneben gehen und einfach so lange weiter üben, bis du es geschafft hast. Dann fragt sie noch, wo sie schläft. Die Kleine schläft auf dem Boden in ihrem Korb, also neben meiner Bettseite und es klappt wirklich sehr gut. Abends darf sie immer noch mal ein bisschen ins Bett, bis wir schlafen gehen und dann lege ich sie in den Korb. Dort ist sie ganz ruhig und fühlt sich total wohl und morgens darf sie dann noch immer ein bisschen ins Bett, bis wir eben aufstehen, also so ein paar Minuten nochmal. Und das mag sie wirklich sehr gerne und jeder kann das wieder handhaben, wie er möchte. Manche möchten nicht, dass der Hund ins Bett kommt, kann ich verstehen. Andere wiederum haben da nichts dagegen, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Und was ich empfehle und was ich eher nicht empfehle. Ich würde dir empfehlen, wenn du nicht möchtest, dass zum Beispiel der Hund aufs Sofa darf, dann darfst du es ihm auf keinen Fall als Welpe erlauben, weil das widerspricht sich und das klappt nicht. Also ich habe so gehandhabt, zum Beispiel, ich möchte nicht, dass sie bettelt und wenn wir essen, dann beachten wir sie einfach nicht. Essen ganz in Ruhe zu Ende, räumen die Teller weg und dann kriegt sie wieder ihre Aufmerksamkeit. Und das klappt sehr gut, sie bettelt gar nicht und sie ist meistens auch im Korb oder spielt dann gerade. Zum Beispiel, da würde ich dir den Tipp geben, kannst du ausprobieren, wie ich das gemacht habe. Ansonsten möchte ich nicht, dass sie zur Tür rennt, wenn es klingelt. Das ist halt aber immer ein bisschen schwierig. Am Anfang hat es wirklich gut geklappt, wo sie noch kleiner war. Und jetzt wird es eher schon ein bisschen schwierig, wie gesagt. Wenn es klingelt, guckt sie natürlich und ist ganz aufgeregt, wer kommt. Aber bellen tut sie nicht. Was ich noch nicht gut finde, ist, wenn sie sehr laut bellt, weil wir wohnen halt hier zwar in unserer eigenen Wohnung, die wir gekauft haben, aber dennoch haben wir Nachbarn. Und ja, so ein bellender Hund kann schon nervig sein. Deswegen habe ich ihr das Bellen einfach abgewöhnt. Natürlich beim Spielen darf sie halt ein bisschen bellen, aber jetzt nicht so laut. Und ich möchte nicht, dass wenn Besuch kommt, dass sie bellt. Das habe ich ihr abgewöhnt. Und ja, natürlich sind wir noch dabei, Sitz zu üben und so weiter. Aber das dauert noch ein bisschen, bis sie das kann. Und dann fragt sie mich noch, was machst du, wenn sie ihre Tage kriegt? Würdest du einen Babyschlüpfer anziehen oder Pampers? Bis jetzt hat sie ihre Tage noch nicht und es wird auch noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Aber im Internet zum Beispiel gibt es solche Unterhosen für Hunde für diese Zeit. Also ich denke schon, dass ich ihr so eine Unterhose? Ich denke schon, dass ich der Kleinen so eine Unterhose anziehen würde, aus dem Grund, wir haben wirklich nur weiße Möbel. Und ich habe auch nicht Lust, den ganzen Tag hinter ihr herzulaufen und alles wegzuputzen. Deswegen finde ich solche Unterhosen schon ganz gut, aber es ist noch nicht so weit. Ich kann gar nicht sagen, was ich mache, wenn es so weit ist. Ich denke, darüber gebe ich euch dann einfach ein Update. So Leute, das war's jetzt mit den Fragen. Ich hoffe natürlich, dass mein Video hilfreich war und falls ihr noch Fragen habt oder Videoideen mit der Tinkerbell, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich habe die Fragen alle so beantwortet, dass ihr zufrieden seid und ja, passt noch gut auf euch auf.